Jo, was geht ab, Leute? Zurück ist wieder am Start. Ich darf euch herzlich zu einem neuen Video begrüßen. Ja, Leute, heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie ihr ein ganz leichtes 50k-Pack bekommt, indem ihr nicht mal die Hälfte dafür bezahlen müsst. Und zwar geht es heute ganz leicht über die Squad-Building-Challenges. Aber dazu werden wir gleich kommen. Und zwar muss ich noch eine kurze Sache ansprechen, bevor das Video beginnt. Und zwar habt ihr Lust, dass ich demnächst The Journey anfange, den neuen Story-Modus in FIFA 17. Ich weiß nicht, ich glaube, einige von euch haben den ja schon mal angezockt oder haben den bei anderen YouTubern angeschaut. Aber es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie man sich entscheidet und auch andere Arten, wie man reagiert oder kommentiert. Und deswegen, falls ihr Bock habt, mit mir durch die Story zu gehen, könnt ihr gerne oben in der Infobox oder unten in der Beschreibung draufklicken. Da gibt es nämlich einen Link für die Abstimmung. Und da könnt ihr abstimmen, ob ihr entweder für The Journey seid oder dagegen. Ich hoffe natürlich, dass so viel wie möglich von euch abstimmen, denn ich werde nach 2-3 Tagen werde ich schauen, wie das Ergebnis so läuft. Und dann werde ich mich auf jeden Fall entscheiden, ob ich eben anfangen werde, The Journey zu spielen oder nicht. Und ja, jetzt habe ich alles über The Journey erzählt und jetzt fangen wir mit dem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go! So, und hier beim Menü müsst ihr unter Squad Building Challenges gehen und dann dreimal mit dem linken Stick nach rechts unter Fortgeschritten und dann die letzte Kategorie Liga Nation Hybrid anklicken. Und das geht noch 11 Tage, glaube ich, ja. Und ich werde euch auf jeden Fall Zeit lassen, bis ihr das Team nachgebaut habt, weil ich weiß nicht, wann ich das online bringe. Auf jeden Fall müsst ihr dann hier unter Ultimativ gehen. Bei mir läuft es schon und hier seht ihr das billigste Team, das ihr für diese Challenge bilden könnt. Und da gibt es auch nur zwei Details, die ihr auf jeden Fall beachten müsst. Und zwar ist es einmal, dass jeder Spieler für euren Verein 10 Spiele gemacht haben muss. Das heißt, ihr müsst für mit diesem Team 10-mal spielen. Aber da habe ich auch einen Trick für euch. Und zwar müsst ihr in das Team der Woche gehen. Und dann ist ja links immer so eine Challenge. Das heißt, ihr müsst gegen das Team der Woche antreten. Und dann könnt ihr immer da antreten. Und wenn die 5. Spielminute ungefähr gespielt ist, könnt ihr dann auf Anwendung schließen gehen. Und dann müsst ihr zwar FIFA neu starten, aber das zählt dann als ein Spiel. Und ihr habt keinen Münzenabzug im nächsten Spiel. Ist eigentlich ganz praktisch, ist eine Zeit von ungefähr einer halben Stunde. Das hat man ganz schnell gemacht, falls man nicht 10 Spiele mit diesem Spiel machen will. Das zweite ist, was ihr machen müsst, ist, bei dem Spieler Bojan, den ihr hier seht, müsst ihr auf jeden Fall achten, dass er eine ZM-Position hat. Falls euer Bojan eine ZOM-Karte hat, müsst ihr einen Positionswechsel zu ZM kaufen und ihm die dann geben, weil er unbedingt eine ZM-Positionskarte braucht, denn so hat Team nämlich keine volle Chemie und damit schafft er auch nicht die Challenge. Wenn ihr dann mit allem fertig seid, könnt ihr das Team auch schon abschicken, so wie ihr es hier sehen könnt. Ich habe das Team dann auch abgesendet, drückt ihr einfach auf Ja und dann sollte das alles kein Problem sein. Falls ihr alles geschafft habt, sollte dann dieses Symbol aufkommen, Challenge abgeschlossen, du hast folgende Belohnung erhalten. Dann könnt ihr auch dann schon in euer Shop gehen. Und dann könnt ihr auch schon sehen, dass da eine 1 steht. Ihr seht, dass da ein 50k-Pack ist. Und ja, wir öffnen das hier mal. Ich habe einen 82er Paris Saint-Germain-Spieler bekommen, und zwar Lukas. Der ging dann so für 7k ungefähr weg. Also eigentlich ein ganz guter Spieler. Ich habe zwar jetzt keinen Gewinn gemacht, aber ich habe auf jeden Fall mein Kapital wieder zurückbekommen. Hier seht ihr so die Spieler, die ich bekommen habe. Sieht jetzt nicht nach was Besonderem aus, aber der Asamoah von Turin war auch sehr teuer. Der hat auch 7k gekostet. Also der ist für 7k weggegangen. Und ansonsten haben die Spieler so 1000 bis 4000 Coins gekostet. Habe ich alle auf die Transferliste getan. Und ihr könnt jetzt hier bei diesem Bild sehen, dass ich die 21.000 Münzen Marke geknackt habe. Das heißt, die 20.000, die ich eingesetzt habe für dieses Team, habe ich zurückbekommen. Leider habe ich keinen guten Inform oder so gezogen. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch die Once-to-Watch-Karten, habe ich leider auch nicht gezogen, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch natürlich sehr viel Glück, dass ihr für diese Challenge einen guten Spieler zieht. Ansonsten war das mit dem Trick. Ich hoffe, euch hat
der Trick weitergeholfen und ihr konntet was damit anfangen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wen ihr gezogen habt, wenn ihr diese Challenge gemacht habt. Und vergesst auf jeden Fall nicht abzustimmen, ob ich mit der Journey anfangen soll. Ganz, ganz wichtig, oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung, weiß ich noch nicht genau, aber ihr werdet es auf jeden Fall rausfinden, wenn dieses Video online ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.